Also der Studiengang eignet sich besonders für Menschen, die ihren eigenen Horizont erweitern wollen, hinter die Dinge schauen wollen und Fragen haben, auf die sie Antworten brauchen. Ich habe mich dazu entschieden, den Bachelor Präventions- und Gesundheitsmanagement zu studieren, weil ich mein erstes Berufsleben hier in Kiel als Gesundheits- und Krankenpflegerin verbracht habe. Ich bin ursprünglich Physiotherapeutin, aber dann immer mehr Richtung Gesundheitsförderung bzw. Gesundheitsmanagement weiterentwickelt und wollte dann einfach das Studium noch haben, um eine bessere Basis zu haben. Ich wollte aber zukünftig den Fokus meiner Arbeit legen auf Gesundheitsförderung und die Prävention von Erkrankungen in der Bevölkerung. Aktuell arbeite ich als Gesundheitsmanagerin. Ich halte Vorträge, Workshops oder mache auch so Gesundheitschecks zum Teil. Ich habe mich dazu entschieden, bei der Pollon das Studium aufzunehmen, weil diese Hochschule sehr familienfreundlich ist. Und ich habe das Studium ja zum größten Teil innerhalb der Elternzeit absolviert. Das war für mich perfekt. Fernstudium war halt für mich als Freiberufler einfach die einzige Möglichkeit, weil ich einfach einen sehr unregelmäßigen Alltag habe und dieses Flexible von einem Fernstudium, das passte dann halt ganz gut. Das Besondere an der Pollon-Hochschule ist für mich die Nähe zu den Lehrenden und dass man am Puls der Zeit studiert und dass der Mensch dabei im Mittelpunkt steht. Also der Pollon-Studienservice ist echt sehr zuvorkommend, sehr hilfsbereit, das ist echt sehr familiär fast, egal wann man da angerufen hat, zu welcher Tageszeit und mit welchem Anliegen. Da hat sich immer jemand gekümmert und einem weitergeholfen. Das war echt super. Im ersten Lockdown und Corona-Pandemie gab es für mich natürlich Schwierigkeiten, das Studium zu kombinieren mit den Kindern zu Hause. Und auch da hat der Studienservice sehr schnell unterstützt, mit beispielsweise längeren Fristen für Prüfungsleistungen. Das, was mir am meisten Spaß gemacht hat bei dem Studiengang Präventions- und Gesundheitsmanagement, das waren eigentlich so die BWL-Fächer. Die Gesundheitswissenschaft küsst BWL. Weil die Gesundheitswissenschaft muss natürlich auch sich der BWL-Elemente bedienen, um sich zu rechtfertigen. Was der Studiengang bietet, ist ganz viel Praxisnähe. Ich glaube, das ist das, was man dann auch hinterher nach dem Studium gebrauchen kann. Man braucht eine Portion Ehrgeiz, Mut und auch mal die Dinge laufen zu lassen, weil es entwickelt sich im Studium der Wunsch danach, mehr zu wissen, was so spannend ist. Der krönende Abschluss von meinem Studium war dann die Bachelorarbeit. Frau Professor Scherenberg hat mich dann auch vorgeschlagen, mich für einen Preis zu bewerben und den habe ich dann auch gewonnen. Das ist wirklich sehr schön und toll und macht einfach Spaß. Ich als Student kann sagen, ich stand immer im Mittelpunkt.